Nachdem Felicitas Merker gestern den dritten Platz im Siebenkampf holte, war heute nun die Siegerehrung dran. Altın, Christian, Rusyan, Gümüş, Bunadek, Okaynadek. Kim, from Korea, and third place. Im Finale des 10-Meter-Luftgewehr-Wettkampfes war die Spannung hoch. Nach ihrer Silbermedaille im letzten Wettkampf brauchte Melanie Stabel noch einen guten Schuss, um Gold zu holen. Diesen traf sie auch und holte damit die erste Goldmedaille für Deutschland. Also meine erste Goldmedaille. Ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Es ist einfach wow. Das Finale war einfach der Hammer. Es war spannend bis zum Schluss. Ich habe versucht, einfach das Beste rauszuholen. Ich wollte eigentlich gar keine Medaille mehr holen, also das war nicht mein Ziel. Ich wollte meine Wettkämpfe ganz locker durchziehen und werde jetzt auch im Blick schauen, dass ich mir nicht zu viel Druck mache. Michael Würges ist im 50 Meter Freistil in der Vorrunde ausgeschieden. Linda Neumann konnte bei 400 Meter Lagen ebenfalls nicht überzeugen und landete auf Platz 9. Robin Goldberg belegte bei 100 Meter Delfin nur den 10. Platz. Nach einem deutlichen Sieg gegen die Österreicher stehen Urs Breitenberger und Hans Tödder im Finale. Trotz guter Würfe konnte das Damentrio keine Medaille ergattern und landete auf dem 8. Platz. Die heutigen Spiele der Tischtennisspielerinnen und Spieler liefen durchwachsen. Marc Mechau konnte sein Spiel gegen den Polen allerdings gewinnen. Morgen stehen weitere Gruppenspiele an. Nach einem guten Spiel im Halbfinale musste Amelie sich gegen die Geheimfavoritin aus Indien geschlagen geben. Morgen steht das Spiel um Platz 3 an. Oh.
Alan John spielte zwei fehlerfreie Runden und zieht somit ins Finale ein. Alle vier Mannschaften mussten heute im Achtelfinale antreten. Das Damenduo Lange und Ragut musste sich leider geschlagen geben. Nelly und Peggy Steinbach sowie Marco Sudi und Max Pehler konnten beide ihre Spiele gewinnen und ziehen somit ins Viertelfinale ein. Tobias Franz und Henrik Templin konnten nach einem heiß umkämpften zweiten Satz ebenfalls ins Viertelfinale einziehen. Ja! Der erste Satz war noch relativ einfach. Wir haben den zügig zu Ende gebracht, auch noch mit relativ hohem Abstand. Der zweite, da war es dann wieder sehr knapp und wir haben dann ab 21 haben wir dann, da war es dann richtig spannend. Aber davor war bis 21 war es schon langweilig und danach ging es richtig los. Das stimmt. Im ersten Satz konnten wir die taktischen Anweisungen des Trainers gut umsetzen und gewannen deutlich. Typischerweise kommt ein Gegner nach einem verlorenen Satz immer stärker auf das Feld zurück. Daraufhin wurde das Spiel schwieriger. Wir blieben aber bei unserer Taktik. Natürlich haben wir den einen oder anderen Fehler gemacht. Im Großen und Ganzen konnten wir aber den Matchplan durchziehen. Das war das Wichtigste. Außerdem haben wir Nervenstärke gezeigt und konnten den zweiten Satz gewinnen. Viertelfinale, yeah! Im Viertelfinale ging es heute gegen starke Ägypter. Nach einer schönen Ballstaffette schoss Fabian Trappe die Deutschen früh in Führung. Wegen der starken Hitze wurde eine kleine Trinkpause eingelegt. Danach passierte ein blöder Fehler, den Ägypten zum 1:1 ausnutzte. Yeah.
Ein umstrittener Elfmeter brachte die Entscheidung für Ägypten. Eine Tätigkeit des Ägypters blieb dem Schiedsrichter unentdeckt. Heute im Spiel ist aufgefallen, dass die Ägypter läuferisch sehr stark waren. Sie hätten auch 120 Minuten durchlaufen können. Dieses hohe Tempo ist der große Unterschied zu uns gewesen. Spielerisch waren wir zwar besser, aber das hat heute nicht entschieden. Dann kam noch die Hitze dazu. Letztendlich kann ich nur sagen, dass Ägypten verdient gewonnen hat. Hut ab. Jetzt müssen wir erstmal sehen, wie es weitergeht. Wir werden versuchen, bei den Spielen um Platz 5 bis 8 das Beste rauszuholen.